Wow, jetzt sind wir endlich beim Motortuning. Das ist ja die Königsdisziplin der Tuningmaßnahmen. Okay, fangen wir einfach an. Wie kann ich am einfachsten mehr Motorleistung, mehr Drehmoment bekommen? Indem ich einfach den Hubraum vergrößere. Das kann durch die Erhöhung der Zylinderzahl sein. 6 Zylinder statt 4, 8 Zylinder. Oder, da das ja nicht in alle Motorräume hineinpasst, kann ich auch die Zylinder aufbohren, im Durchmesser größer machen und erhalte damit auch eine Hubraumvergrößerung. Sagt sich alles so einfach, ist auch ganz schön teuer, weil das kann man nur in speziellen Motorenwerkstätten machen lassen, die über die dazugehörige Infrastruktur verfügen, also Maschinen und Know-how und Ersatzteile, aber es funktioniert. Und Hubraum lässt sich nur ersetzen durch Hubraum, alte Weisheit. Nicht umsonst haben die amerikanischen Fahrzeuge häufig Riesenhubräume von 6, 8 oder mehr Litern, lassen sich natürlich schaltfaul fahren. Dabei haben alle Automatikgetriebe, brauchen die gar nicht. Aber das ist schon so ein Big Block. Das bedeutet also großer Hubraum. Das ist schon etwas, aber ist keine große Kunst. Verfügen Sie über einen Serienmotor, wo Sie nicht die Zylinderzahl einfach erhöhen können, den Sie auch nicht aufbohren können oder auch wollen, dann kann man zum Beispiel die Motordrehzahl erhöhen. Allerdings, auch da gibt es Grenzen, weil wenn ich die Drehzahl erhöhe, dann erhöhe ich auch gleichzeitig die Kolbengeschwindigkeit. Der Kolben geht ja vom unteren zum oberen Totpunkt mit zunehmender Geschwindigkeit, bremst wieder ab, ändert die Bewegungsrichtung, wird in die Gegenrichtung katapultiert. Und das kann er nur mit Grenzen. Wenn ich hier eine bestimmte Geschwindigkeit überschreite, verabschiedet sich der Kolben vom Pleuel, durchschlägt unter Umständen das Motorgehäuse und ich habe einen Totalschaden zur Folge. Das Risiko kann man etwas reduzieren, indem man zum Beispiel leichtere Kolben aus Aluminiumlegierungen verwendet oder geschmiedete Kolben oder Pleuele aus, ich weiß nicht, Kohlefaser oder geschmiedet Titanpleuele und was es da alles auf der Palette der Tuner gibt, aber auch da sind eben Grenzen gegeben. Ich kann aber auch mein Verdichtungsverhältnis erhöhen. Und das ist schon eine Maßnahme, die wird durchaus mal hier oder da probiert, weil sie kostet nicht so viel und sie ist unter Umständen durchaus effektiv. Verdichtungsverhältnis, was war das noch gerade mal? Oh, schauen Sie gegebenenfalls, jedenfalls, wenn Sie kurz vor einer Prüfung stehen, nochmal in die entsprechenden Clips in unserem Kfz-Ausbildungskanal. Das Verdichtungsverhältnis ist doch das Verhältnis aus Hubraum plus Verdichtungsraum. Zum Verdichtungsraum. Also 9 zu 1. 8 Volumenteile Hubraum plus ein Teil Verdichtungsraum sind 9 zum ein Teil Verdichtungsraum 9 zu 1. Nur nochmal zur Erinnerung. Wenn ich nun den Verdichtungsraum verkleinere, dann erhöht sich insgesamt das Verdichtungsverhältnis. Können Sie auf Papier ja nochmal nachrechnen, ob das so stimmt. Aber ich garantiere Ihnen, es stimmt. Wie kann ich den Verdichtungsraum verkleinern? Der Verdichtungsraum liegt in der Regel zum größten Teil im Zylinderkopf, so als Halbmulde da drin eingebettet. Wenn ich von dem Zylinderkopf, von der Auflagefläche etwas abfräse, das geht hier um Zehntel Millimeter Bereich, dann verkleinert sich der Verdichtungsraum und das Verdichtungsverhältnis vergrößert sich dadurch. Dieses Abfräsen, Planen eines Zylinderkopfs wird ja gemacht, wenn er sich mal verzogen hat durch irgendwelche Kühlungsprobleme. Mit Grenzen kann man das machen. Damit sich das Verdichtungsverhältnis im Reparaturfalle nicht erhöht, wird dann eine etwas dickere Zylinderkopfdichtung verbaut, eine dickere Packung, wie man auch sagt, und das Verdichtungsverhältnis bleibt. Ist eine Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses erwünscht, nehmen Sie wieder die gleich starke Zylinderkopfdichtung und Ihr Verdichtungsverhältnis hat sich erhöht. Aber nichts gibt es ohne einen Preis.
Wenn Sie Pech haben, erhöht sich das Verdichtungsverhältnis so stark, dass Sie einen anderen Kraftstoff verwenden müssen. Einen mit einer höheren Oktanzahl. Was war das denn nochmal? Nun, diese Oktanzahl gibt an, je höher die Oktanzahl, desto schwerer und schlechter lässt sich dieser Ottokraftstoff selbst entzünden. Und darum geht's ja. Er darf sich nicht selbst entzünden. Beim Dieselmotor ist das ja was ganz anderes, weil dann drohen Folgeschäden. Wenn ich aber mein Verdichtungsverhältnis erhöhe, erhöhe ich auch die Verdichtungstemperatur und mein Kraftstoff, Standardkraftstoff, läuft Gefahr, dass er sich selbst zündet. Das muss vermieden werden und das kann ich mit einem höher oktanigen Kraftstoff machen. Viele Motoren verfügen heute nicht mehr über zwei Ventile pro Zylinder, nicht? Das ist ja das Minimum, ein Einlass- und ein Auslassventil, sondern sie haben drei, vier, sechs, noch mehr Ventile. Ich kann einen Standard-Zylinderkopf mit zwei Ventilen austauschen durch einen Vierventiler. Und das ist eine durchaus wirkungsvolle Tuning-Maßnahme, weil die Abgase rausdrücken aus dem Brennraum ist kein Problem. Die pfeifen dann durch den Abgaskanal, durch den Druck des Kolbens hinaus. Aber das Ansaugen, das ist schon schwieriger. Und je größer die Einlassquerschnitte der Ventile sind, umso einfacher geht die Luftströmung oder die Strömung des Gemisches in den Brennraum. Manche Motoren bringen das ja zur Krönung. Einen ovalen Kolben mit 8 Ventilen ist schon wahnsinnig, was sich manche Konstrukteure da einfallen lassen. Ein normaler Tuner sind da natürlich ein bisschen die Hände gebunden. Er hat da nicht so viel Spielraum. Aber ein Mehrventiler, das ist etwas, was schon Leistung bringt. Gleiches gilt für die Oberfläche der Brennräume. Wenn ich diese poliere, von Graten oder Rückständen säubere, dann geht die Verwirbelung und die Luftströmung und die Gasströmung einfacher vonstatten. Das gleiche gilt für Ansaug- und Abgaskanäle. Überall dort sind Gussgrate. Die kann ich mit kleinen Poliermaschinen wegschleifen. Ist natürlich aufwendig und mühsam. Und da geht es schon um die hohe Kunst des Feintunings. Nicht mehr so grobe Methoden, wo es richtig was bringt. Sondern da gibt es dann schon nur kleine Zuwächse an mehr Leistung, an Leistungsfähigkeit des Motors. Aber polierte Kanäle sind etwas, was durchaus was bringt. Der Ventiltrieb stellt häufig eine Grenze für den Motor dar. Leistungsgesteigerte Motoren haben keine Hydrostöße. Da ist einfach eine zu große Masse. Die muss abgebremst werden, die muss beschleunigt werden. Da läuft man Gefahr, dass das Ventil gegen den Kolben schlägt und das nimmt man einfach raus. Da werden die Ventile eben manuell eingestellt. Das gleiche gilt für andere Bereiche des Ventiltriebs. Eine Kette hat eine hohe Masse. Ein Zahnriemen ist wesentlich leichter und auch schneller zu beschleunigen. Wo dort die Grenzen sind, muss im Einzelfall beachtet werden. Die Gestaltung von Ein- und Auslasskanälen ist wieder etwas in der Hand von Spezialisten, aber je optimaler das Frischgas oder die Frischluft oder das Gemisch strömen kann, je optimaler und strömungsoptimaler die Abgase herausströmen können, umso eher findet auch der Gaswechsel in den Brennräumen statt und das wird natürlich angestrebt.